Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt das Bier fest und spür die Kraft. Du kannst es tun, oh Takaru. Kämpfe für die Macht in der folgenden Stadt. Folge deiner Wahrheit, die Gerechtigkeit. Du kannst es tun, oh Takaru. Hallo Guys, was kann ich für dich tun? Hallo? 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 Hallo, mein Name ist Takeru. Ich hab schon gewonnen. Also, haben Sie schon die Geschichte gehört von der Magierin, die ihre Spucke verkaufen möchte? Oh nein, widerlich. Egal, hören Sie auf mit Tomaten zu werfen. Ey! Herr Takeru! Strengen Sie sich an! Warte, mein Leben steht auf dem Spiel! Noch eine Chance! Da waren die Geister witziger! Diese wunderschöne Wand. Oh, mir ist so heiß. Mir ist so heiß. What about... Wir wollen Titten sehen! Okay. Ich kann mich nicht entblößen hier. Mein Körper gehört nur Ihnen. Nun Leute, ich gehe jetzt mit meiner Maid in meinen Gemächer. 10 seconds later. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on even Mars. In other words, push my hand. Geht's Ihnen gut? Geht Ihnen gut. Gehen Sie lieber ins Schloss und ruhen sich da aus und schlafen sich aus. Geht's jetzt? Gemach? Das kann ich dir zeigen. Hier lagen. Könntest du mich hinbringen? Bist du Türe? Siehst du? Bei der Königin war ich nur einmal, aber ich weiß nicht mehr, wo der Weg ist. Frau Königin? Wo ist das Schlafzimmer? Welches Schlafzimmer? Panda hat gesagt, ich soll mich schlafen legen im Palast. Ich hab eine Idee. Kommen Sie mit. Schnell. Wollen Sie einen Spaß haben, kommen Sie mit. Aber das ist die heilige Magd. Die ist ja gerade am... Die ist nackig. Sie ist nackt. Viel Spaß. Nimm Ihre Jungfräulichkeit. Wagt es ja nicht. Guten Abend. Guten Tag, und Sie sind? Ich bin Takeru. Ich stehe nicht auf der Liste. Ich stehe nicht. Haben Sie sich denn überhaupt angemeldet? Ich habe mich angemeldet. Und solange Sie nicht auf der Liste stehen, dürfen Sie nicht rein. Mehr können wir Ihnen nicht sagen. Ich darf hier gar nicht sein. Das juckt niemanden. Haben Sie zufälligerweise hier den Raum zum Umziehen? Brauchen Sie gerade einen? Ich kann Ihnen mein Zimmer zur Verfügung stellen. Ja, gerne. Ja. Das ist Ihr Zimmer? Okay. Genau. Ist ja noch nicht abgeschlossen, perfekt. Ich würde sonst gleich einmal Ihr Zimmer nutzen wollen, um mich umzuziehen. Moment mal. Sind Sie überhaupt... Nochmal bitte, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Oh mein Gott. Verzüglich. Bleiben Sie bitte stehen. Stehen bleiben. Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Die Frage ist, was haben Sie hier zu suchen? Nun ja, ich bin ein Ritter dieses Reiches und habe gerade gesehen, wie ihr an der Tür wart. Oh, Sie haben aber ein sehr schönes Schild. Ja, diesen Schild brauchen Sie doch bestimmt nicht.
Ja. Als Ritter bräuchte ich ihn auf jeden Fall. Nun, vielleicht wäre ihnen ihr Leben lieber als ihr Schild. Eine Frage. Sie haben dieses Schild da platziert, oder? Welches Schild? Also wir sehen ihr Schild nur und das möchten wir gerne haben. Es sei denn, ihr Leben liegt nicht sehr am Herzen. Ich gebe ihnen mein Schild, wenn und ihr, sie... Und ihre Waffen. Sie beantworten mir dafür, ob sie das da gerade an dieses Schild da hinten sie, also sie sind, doch, haben. Sie sind doch nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Also sie haben noch 10 Sekunden maximale Zeit, um darauf zu reagieren. Die Zeit läuft ab jetzt. 10, 9, 8, 4, 7. Okay. Alles gut. Wollen Sie auch die Holzschwerter haben? Ich will alles haben. Wenn die das schon anbieten. Wir wollen alle ihre Waffen haben. Alles, womit ich angreifen könnte. Und jetzt bitte, ich habe kooperiert. Ja, sie haben kooperiert und wir haben aber gesagt, sie sind nicht in der Position, Fragen zu stellen. Deswegen danke für diese freundliche Kooperation und einen schönen Tag noch. Soll ich das nochmal nachdemonstrieren? Nein, bitte nicht. Also, das wäre für mich kein Problem. Machen Sie die Augen zu, damit Sie nicht meinen Oberkörper sehen müssen und ich kann es einmal versuchen. Dürfte ich in den Raum dafür verlassen? Ich meine, vorne wartet ein Ritter aus Iridia immer noch darauf, dass ich wiederkomme. Möchte mich nicht vor der Frau Magd entblößen. Jetzt, nachdem ich so stark enttäuscht worden bin. Aber ihr habt mich auch nackt gesehen. Jetzt drehen Sie sich endlich um, damit wir hier raus können. Ich möchte. Bitte und das wiederholen. Und davon waren Sie vorhin, davon waren Sie die Tage überzeugt. Oh Gott. Gehen Sie bitte dorthin. Bitte in die Badewanne. Ich hoffe, das reicht Ihnen als, ich meine, langsam tut mir mein Bauch auch. Aber da war auch, noch ein Klatscher so mit Spucke und ähnlichem. Aber reicht Ihnen das als Beweislage? Oh, guten Tag. Guten Tag. Treffen wir uns wieder. Ja. Brauchten Sie was? Oder haben Sie einfach... Ich bin einfach wieder hier in der Stadt. Ich suche die Königin gerade. Die Königin? Wenn Sie mögen, können wir zusammen suchen. Ich habe nichts zu tun. Ich habe Langeweile. Ich hasse den Job hier.